Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen die Blood Angels in Space Hulk Tactics. Und da kommen auch schon wieder komische Signale, die ich nicht mag. Ja, scheiße. Der Weg hat sich vor uns verschlossen. Diese Jeans-Stealer haben uns da den Weg zugemacht. Jetzt bin ich am Überlegen. Machen wir zwei sinnlose Missionen? Ach komm, wir wollen ja die Proben voll haben. Da haben wir hier. Bruder Amado lassen wir mal zurück. Ist er wie immer. Hau rein, Bruder Amado. Wir sehen uns. Kämpfe für den Imperator. So, und wir jagen jetzt für den Imperator. So, der Auspex hat mehrere Lebenssignale vor uns entdeckt, spürt die Xenos auf und schaltet sie aus. Ein Weg ist nicht mehr zugänglich. Die Luken sind verschlossen. Es ist für uns zu spät, dort entlang zu gehen, Bruder. Was? Jetzt gerade ist die Mission, Mann. Oder ist jetzt der Weg verschlossen? Doch, wir können bestätigen. Ah, okay. Astartes, your attention. A cluster of abnormal biological signatures is registered in your vicinity. I am transmitting the coordinates. They are not in the path of the squad. Tahario should be able to bypass them safely. Is that the way of the Blood Angels? To avoid battle? Nein, wir vermeiden keinen Kampf, du kleiner Inquisitor. Do not test my patience, Lord Inquisitor. Richtig. Ubaldo, zeig's ihm. We can deal with these creatures in short order. Have no fear of that. Of course. The locations are being sent to you now. Gut, Reaperfex. Der Reaperfex, der war ja ganz fies, ne? Ich glaube, war es nicht der, der quasi, wenn er hier ist, 7 Punkte ausgeben kann, um dann hier rauszukommen? Er kann zwar nicht sofort angreifen, aber er kann hier super die Punkte wechseln. Und uns so vielleicht, wenn wir ein, zwei Mann weniger sind, umgehen. Töten alle Reaperfex. Alle? Es gibt mehrere? Scheiße. Ja, ich bin gespannt. Komm, Feuer frei. Hallo. Geht doch. Richtig. Was willst du denn mir sagen? Keins verboten. Lexikan. Ach, das wäre natürlich. Ich hasse das, wenn der verboten ist. Versuchen wir. Nee, komm. Zieh den Bruder mit rein. Hier, Kettenfaust. Hast zwar eh keine Chance gegen. Ey. Muss doch schon mal nehmen, ne? Geht doch. Module, was hast du? Zielsicher. Komm, kriegst du auch noch. Zack. Können wir die anderen noch irgendwie ausrüsten? Hier ist noch was. Zwei Magazine in der Sturmkanone. Natürlich nehmen wir das doch mit. Zack, Rainer. Hast du noch was? Verteidigungs. Ja, komm, mach mal auf. Zack, rein. So. Amado hätte auch was gehabt. Madril hat leider nur Autowache. Der Sergeant kann nichts und hat nichts. Wie zu erwarten. Karten können wir dann noch irgendwas aufwerten. Bei ihm können wir aber erstmal die wichtigen Leute. Ja, du auf jeden Fall nicht. Na gut, dann bevor ich den Normalo da. Wert mal hier eine Karte auf und bei dir wären es dann so bei zwei. So, schade, hätte ich entscheiden müssen. Na egal. So, Punkte sind ausgegeben. Zurück. Oh, let's fetz, ne? Aber wie gesagt, mit dem Sergeant sind wir letztes Mal besser gefahren, als wenn wir ihn als Nahkämpfer gehabt hätten. Ne? Wenn wir Nahkämpfer machen mit ihm, finde ich, ist der Doktor Pflicht. Und ich finde den Doktor bis auf diese Kombination nicht so prall, weil irgendwie machen die nahkampfmäßig nicht so viel Schaden. Oder, na, Schaden machen sie schon, aber das sind ja die Jeans-Dealer sind ja natürlich die übelsten Nahkämpfer, ne? Die können nichts anderes. Deploy your squad carefully. These mutated Jeans-Stealers are deadly. Do not jeopardize our primary mission, Tahario. I'm confident in our victory, Captain.
Gut, wir haben... Ach, scheiße, es kommen noch andere Spawn... normale Spawnpunkte haben wir auch noch. 3 Stück gibt es. Das waren noch die, die hier quasi sagen können, oh, ich kriege hier weg und ich komme da raus. Bin ich der Meinung? Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, wir könnten mit ihm... Ah, da ist auch was. Das heißt... Ihn packe ich dahin, damit er 1, 2, 3 in diese Runde... Pack 4. 1, 2, 3, 4, 6. Aber er könnte auch von dort angegriffen werden. Ich glaube, wir sollten noch langsamer vorgehen. Auf jeden Fall der zweite wird hier einer von der Sturmtruppe sein. Flammenwerfer wird, denke ich, könnte in die Mitte mit ihm. Falls wir den Gang hier noch zumachen müssen. Ich lasse den im Langgang einfach stehen. 2, 4 vor und alles ballern. Der ganze Trupp geht hier lang. Ist auch nicht so. Haut mich auch nicht um. Ich hoffe nur, dass die auch nur 2 Plips kriegen und nicht da irgendwie 20 Stück oder so. Ne, es sind viele Gänge und natürlich ist, da natürlich... mal vielleicht jetzt schon gegangen, gratis mal die Tür aufschießen. So. Okay. Na, ein Bulwark, der Bulwark oder wie der hieß, der hätte natürlich jetzt mehr ausgehalten. Ich bin mutig und gehe mit ihnen einfach einen Schritt. Wir überlegen nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falls einer davor rauskommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn die Tür offen ist. 1, oder hier schon ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnte klappen. So, mit dem Langweiler hier machen wir einfach den eigenen Gang da frei. Willst du noch einen Schritt gehen? Dann mach das. So. Fear my first. Genau, Feuer frei, Lauf. Kann nicht mehr drehen. Mensch, da haben wir ja schon mal eins zerlegt. Das ist auch schon mal gut. Das haben wir auch schon mal richtig gemacht. So, der nächste. Eins. Wird doch bestimmt nächste Runde hier gleich viel rumgespawnt werden, ne? Hinten ist mir Wumpe. Wir wollen jetzt den Reaper fixen. Er kommt in unsere Richtung. Wunderbar. Am besten gleich in den Gang. Oh, hat der mehr Bewegungspunkte? Hat der Reaperfax mehr Bewegungspunkte? War das der Vorteil? Ich verwechsel den Reaperfax mit jemand anderem. War das der Hutlord, der das machen konnte? Von Gang zu Gang quasi. Alle dafür seine Bewegung. Ja, der hat 8 Punkte. Ne, ich glaube, das war der dann doch nicht. Der hat einfach nur viele Bewegungspunkte. Gut. Ja. Kabal. Und so, ne? Wir müssen den Gang frei machen. Ein Schuss kostenlos auf Hähnchen hier, ne? Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Und jetzt bitte mal... Overwatch, das ist aber ein bisschen doof, Overwatch, weil hier ist er frei. Das heißt 1, 2 und dann kommt er hier und dann ist er tot. Das gefällt mir ja gar nicht. Und die positioniere ich einfach als Flamer. Oh, Mensch, haben wir irgendwas? Ich will nur den Gang sicher halten. Und zwar, wir wandeln die Karte um. Ach, scheiße, ich hätte die anspielen können für ihmchen. So. Wir können hier einmal auf das Türchen schießen. Nö.
Wir haben nur zwei, glaube ich. Machen wir das. Oder einmal können wir doch noch. Okay. Eine harte Tür. Da kommt kein Stormbolt dadurch. So, falls unser guter Typ mit der schweren Sturmkanone stirbt, overwatch ich ihn nochmal von hinten. So, und du kannst den Typ da nicht sehen? Ach da. Feuer. Gut geschossen. Respekt. So. Wir können jetzt nochmal schießen. Scheiße, auf den Pilz geschossen. Gut, Overwatch. Ist natürlich jetzt ein Vorteil für ihn, weil hier hat er, glaube ich, Deckung. Und ja, dann ist er halt tot. Vielleicht ist das ja nächste Runde schon erledigt. Wenn der jetzt hier wirklich hier angreift, bin gespannt. Lass uns überraschen. Das war ja gefickt eingeschädelt. Geht er einfach zur Ecke, um die Ecke. Und mein Flamer muss den Gang nächste Runde in Brand setzen. Ja. Feuer, Feuer, Feuer! Was machst du? Ja, Mission beendet. Seht ihr, so schnell geht das. Einfach mal schreien. Feuer, Feuer, Feuer! Und dann klappt das auch. Gut, also die Reaper-Faxe sind da quasi uns entgegengekommen. Das war sehr nett von ihnen. Inquisitor, do you read any more life signs? None. You did well, Sergeant. I will recover this precious bounty forthwith. Your Ordo's ability to scan the Hulk's depths is impressive. I will admit it gives us an important edge in this battle. The combat prowess of your men is equally impressive. You would all be worthy to enter the Death Watch, should you wish it. Ach ja, was? Warte mal, wenn, das müsst ihr mir nochmal in die Kommentare schreiben. Waren jetzt die Death Watch die Elite-Einheiten der Space Marine, wo nur die Besten der Besten reinkommen? Ich glaube ja, oder? Hm. Alles so lange her. Scheiße, dass man immer alles vergisst, ey, zum Kotzen. Dann kommen wir hinter die Tür. Wir könnten es auch hier. Pass auf, wenn wir da durchgehen, dann wird die Tür verschlossen und dann müssen wir hier rum. Passt auf. Machen wir einfach mal. Oh, nicht. Hier ist irgendetwas. Der Psioniker kann spüren, dass wir uns an einem Tor zum Warp nähern. Mit seinen Kräften kann er eventuell ein Portal erschaffen, das uns den Rückweg ermöglicht, den Fall, dass wir Wichtiges verpasst haben. Oh, mach mal. Das ist nett von ihm. Oh, oh. Naja. Looten zugemacht. Ach, jetzt komme ich nicht dahin, oder was? Einmal rumlaufen, habe ich auch keinen Bock zu, mit mich. Nö, 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 nö. So, der Auspex hat mehrere Lebenssignale entdeckt. Ja, ein Klassiker. Und die Tür ist zu. So, wen können wir jetzt? Ja, den Lexikanum lasse ich nicht zurück. Da, auf keinen Fall. Das ist einer mit der wichtigsten. Ne, Hagios brauchen wir. Vielleicht ist das sogar danach die letzte Mission. Vielleicht. Weil wir haben jetzt Proben, haben wir ja alle. Aber ein Hinweis fehlt uns noch. Mal gucken. Für den Imperator, was haben wir da? Exfiltriere drei Terminatoren. Machen wir das? Ach komm, machen wir einfach mal. Hallo, Start. Gib Kelle, Annette. So, und du kannst dann quasi gehen, damit wir dich wieder zurücklassen können. Oh, mein Skriptor ist dabei. Jetzt fühle ich mich glücklich. Und wir sind bereit. Leg los. Und hoffentlich sind sie dann wieder so nett und kommen uns alle entgegen. Die Leichen zumindest. Wisst ihr? So können wir sie schnell exfiltrieren. So nur 1, 2, 3 Runden und dann zack, fertig. Weil die Reaper-Faxe, die waren ja ganz nett, ne? Wie viele Runden haben wir gebraucht? 5? Oder so? Das war ja nicht viel. So, da ist eine Leiche. Oder was?
muss ich einfach überleben und da zum Ausgang kommen, ne? Sind denn die Leichen, verdammt? Ach, ich glaube, ich habe es falsch verstanden. Ich glaube, ich muss rauskommen. Ja, das ist ja schön. Wo sind denn Konsolen? Hier ist eine Konsole. Das ist scharf. Kann ich die Tür verschließen? Wird sowas von wichtig sein. Die geht vielleicht auf. Dann kommen wir vielleicht zum Ziel. Konsole brauchen. Weil. Aber wir sind auch noch irgendwo. Hallo, wo sind denn die Konsolen? Wir brauchen auf jeden Fall unseren Skriptor. Warte mal, ist nicht so undoof. Ja, gucken, wo wir hinlaufen. Da könnt ihr hier die ganze Zeit die Runden dicht machen. Dann müssen wir aber schleunigst dahin. Schleunigst. Vielleicht aber von zwei. Von da kommt ja erstmal nichts. Von hinten kann was kommen. Ja, von hinten kann was kommen. Also würde ich sagen, der Motivierte mit der Sturmkanone. Zack. Skriptor ist der Wichtigste, bleibt in der Mitte. In Position. So, eine laufende Cinderella brauchen wir. Einfach irgendwer, der nach vorne läuft und alles wegholzt. Hier kommt der Flammenwerfer hin. Falls sie sich entschließen, hier lang zu laufen, können wir den Gang in Brand setzen. Hier ist der Sergeant. Degradiert als normaler, finde ich, als normaler Schütze. Und dann müssen wir loslegen. Ich glaube, wir haben einen Plan. Ja, wir haben einen Plan. Das wird sowas, das wird sowas. Ja, pack alle deine Plips da rein. Nee, da nicht. Da unten bitte. Jawohl, du mich auch. Ja, wir machen hier erstmal Simsalabim. Die Tür öffnen. Bam, bam, bam. Aber warte mal, wir können gleich 4 Punkte geben. Richter, komm. Lauf, Forrest. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. War da gegenüber ein Plip? Jawohl. Dann sollten wir hier mal auf Watch gehen. Tür vielleicht mal aufschießen. Ey, warum habe ich jetzt nur da? Du müsst doch jetzt so automatisch größer werden, das Feld. Das ist ja frech. So, Skriptor hinterher. Wir haben hier eine geile Karte. 3 Punkte pro Hilton Jeans-Stealer. Finde ich sehr gut. Ups, das war falsch. Wir brauchen nämlich die Punkte, um hier zum Beispiel den Sack zuzumachen. So, Simsalabim, mach die Tür auf. Überlegen, ah, jetzt sehen wir auch, dass es hier ist. Ich würde sagen, er würde es vielleicht gar nicht schaffen. Er kommt hier raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Gehen einfach mit ihm schon mal 2 vor. Da hinten ist keiner. Den Sergeant lassen wir mal damit hingehen. Bisher brauchen wir ja quasi hier kein Backup. Das heißt, er könnte dann hier in den Gang rein und den einfach dicht machen. Wir wollen ja die Konsole bedienen. Die Konsole ist unsere einzige Hoffnung. Ich würde sagen, wir ziehen uns dann. Yes, Brother. Ja, die anderen kann man auch ganz gut auf der Karte erkennen. Da ist ein Kreis quasi. Das heißt, da kommt ist ein Blip. Da kommt wer. Und bei den anderen ja gar nicht. Das heißt, wir brauchen von den anderen erstmal keine Angst zu haben. Die Frage ist nur, ist die Konsole genau die, die das hier zumacht? Ich weiß es nicht. Oh, der motiviert gleich auf die Nase gekriegt. Und der kam doch weiter, als ich dachte. Oh, da habe ich mich um einen verschätzt. Scheiße. Der hat Ladehemmungen.
Warum hast du Ladehemmungen, du Horst? Und wir haben unser Flammenwerfer verloren. Da hinten kommen doch Leute raus. Er kann ja zwei Flips neu legen. Da habe ich jetzt nicht darauf geachtet, wo er die gelegt hat. Na, hier macht es ja keinen Sinn, wenn ich das blockiert habe. Ist schon richtig. Ja. Musst du da mal ein bisschen töten, mein Freund, du, ne? Oh, ich hab nicht so viele Punkte. So. Karte umwandeln. Kommst du da noch hin? Drei. Ich hoffe, wir können da noch den Schalter umlegen. Warum kannst du das nicht? Wo ist denn da? Wo ist hier der Konsole? Ist auch eine Konsole, bin ich bescheuert. Ach, da hinten in diesem Kackraum auch noch. Da muss man sich noch einmal umdrehen. Was für ein Scheiß. Da ganz versteckt. Scheiße, ey. My salvation is my reward. Ah, meine Mutter. Los. Müssen wir von ihnen Deckung geben und wir müssen hier nochmal dicht machen. So, jetzt ist natürlich, haben wir hier natürlich super. Der schwere Flammenwerfer ist weg. Er duckt sich natürlich, freut sich seines Lebens. Sergeant. Müssen sie schießen lernen, oder was? Feuer! So, jetzt haben wir hier natürlich Punkte, um nämlich ja, in Watch Mode zu gehen. Das heißt, von hier könnte einer kommen, er ist tot. Er hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und nee. Ziehen sind sie 5. Öffnen 6, ja, könnte Glück haben. Das heißt aber auch, dass wir jetzt mit ihmchen hier nicht weiter marschieren können. Das heißt, wir können mit ihm nichts machen. Es ist doch voll beknackt. Weil mein Plan war, dass wir ihn wenigstens schon mal in Gang reinkriegen. Na? Dass er dann quasi hier schon steht und dann den Bereich hier abschützen kann. Ich glaube, ich kann das schon machen, aber hier. Ich gehe nur einen rein, zack, und dann da, tot. So, ich hoffe, hier kommt jetzt keiner, weil da sind so viele Ausrufezeichen. Der eine muss überleben. Oh, sieht nicht gut aus. Oh, doch. Los, Bruder. Dreh dich. Mit deinem sexy Körper. Und aktiviere. Genau. Scheiße. Aufgemacht zur nächsten Konsole. Die Konsole macht die Tür auf, dann kommen wir in den Konsolenraum und die verschließt die und die macht das auf. Das ist ja nice. Das ist ja echt nice. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. Da haben wir bisher immer Glück gehabt. Aber wir müssen wirklich, wir haben jetzt die Konsole aufgemacht, wir müssen dahin. Wie viele Runden haben wir? 12, ne? 9 Züge. Das ist ein Gag. Ja, tut mir ja leid, ne? Yes, weiter. Machen wir die Tür auf. It is done. Vielleicht reicht es ja einfach, wenn 3 überleben. Ich überlege, ob ich jetzt mit ihnen einfach straight laufe, weil... ist ja niemand. Warten wir mal. Das heißt, hier können wir ja uns erstmal quasi zurückziehen. Einmal drin. Kann er nicht, scheiße. Verteidigungsposition geht auch nicht. Wir müssen leider mit dem Skriptor nochmal hier dicht machen. So. Die Karte würde ich spielen.
Vigilance, brother. Nein! Ich sehe den nicht, weil wegen anderen. Oh, wegen den anderen Marine. Scheißendreck. In the name of the Emperor! Kommt einfach nicht an. Geht's. I am moving. Kacke. Wir haben schon einen Marine verloren. Das wird wahrscheinlich jetzt Nummer 2 werden, ja, den wir verlieren. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, Karte umwandeln. Yes, brother. Da müssen wir zu dritt bleiben dann gleich. Ich will nicht spoilern, aber ich rieche gerade eine Niederlage. So, Skriptor, du musst jetzt echter King sein. Skriptor! Oh, Skriptor! Ja, das war's. Und, Skriptor hat ihn nicht getötet. Skriptor trefft ihn nicht. Du kriegst jetzt 3 Punkte pro Leiche. Na gut, einen hat er. Lass die anderen Plips da auch noch rauskommen. Verdammt, mach das nicht. Ja. Dann gleich umwandeln. Lauf. Hätte ich das mit dem Schaltergeschichten gewusst, dann hätten wir wahrscheinlich uns früher aufteilen müssen. So, der macht nämlich dann die auf und dann können wir hier schalten und walten. Das heißt, den Sergeant ziehe ich schon mal in diesen Bereich. Aber kann natürlich unter Feuer kommen, weil wenn die Tür aufgeht, können die nämlich hier rum, denke ich mal. Und hier kommen auch dann nächst Einheiten. Und natürlich nicht zu vergessen von hinten. Legen wir mal. Da kommt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt einer hier raus und er hat einen Zweierflip. Kommt hier einer hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Level. Geschichte. Falls einer trotzdem kommt, machen wir einfach mal hier das hier. So, das ist jetzt hier lustig. Weil mit ihr habe ich keine Punkte. Wir haben diese tolle Karte verspielt. Wir haben jetzt zwar wieder 10, aber irgendwie... Ich habe mir mehr erhofft, dass er hier alle seine Plips spielt. Er macht sie alle tot und dann haben wir irgendwie 15, 16... Zielpunkte und können echt viele, viele Runden das halt machen. Aber leider, nein. So, das war dann meine Runde. Also diese Nebenmission hatte ich noch nicht. Weil die hatten wir, glaube ich, noch nicht überhaupt nicht gespielt. Alter, kommt an? Nee, komm nicht an, Junge. Er umzingelt ihn? Nee, er zieht nach. Freuen sich auch schon. Er schafft es in einer Runde noch. So, was hat sich jetzt geändert? Die Tür ist leider immer noch offen, die ist ja kaputt. Die Seitentür ist aufgegangen, die ist noch verschlossen. Die Tür ist auf. Okay. Ja, das war ja das, was wir gesehen haben, ist ja die Tür offen. Das heißt, der Sergeant kann da hingucken. Einfach gleich Watch, weil wenn ich den jetzt da die Tür kaputt schießen würde, würde ich den ja noch Zeit quasi ermöglichen. Was macht der Schalter? Der macht Schalter, macht das zu. Das machen müssen wir machen. Der ist eigentlich schon uninteressant, weil wir können quasi eh hier durch und zum Ziel, wenn wir das noch schaffen. So, der hat keine Punkte mehr, der hat keine Punkte mehr. Er hat noch Punkte. Ja.
Der Skriptor darf nicht fallen. Darum läuft er jetzt. Yes, Brother. Er könnte sogar noch ein paar extra Punkte kriegen. Warte mal, wir machen mal hier erstmal wieder zu. Diesmal machen wir hier zu, weil die müssen um einmal rumlaufen. Die kommen immer noch nicht raus. Aber wenn ich hier hinpacken würde oder hier, dann könnten die ja schon mal näher rankommen. Aber die Bewegung oder die Reichweite gebe ich dem nicht. Oh, ich habe gerade vergessen. Er könnte jetzt gerade schräg laufen. Oh Gott, ich bin jetzt nicht sicher. Wenn ja, ist mein Skript dort tot. Oder? Und das, kann man hier schräg laufen bei diesem Hindernis? Ich glaube nicht, oder? Man kann ja normalerweise schräg laufen. Gehen wir davon aus, er kann schräg laufen. 1, 2, 3, 4, tot. Das heißt, jeder Terminator erhält 2 Aktionspunkte. Hier heben wir uns nochmal auf. Wir gehen einfach nochmal ein bisschen weiter. Kommt da schräg? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 1, 2, 3, 4, 6. Kommt da an. Macht gar nichts. Jetzt hätte ich am liebsten die Punkte für ihn gehabt, weil er braucht einfach am längsten, um zurückzukommen. Puh. Das war unsere Runde 5. Und ich glaube immer noch nicht, dass wir in 4 Runden weg sind. Vielleicht reicht es auch einfach, wenn wir die Tür aufmachen, aber ich glaube eher nicht. Ja, ich habe die ersten Runden irgendwie dann falsch gespielt. Ne? Das hätte man auch wieder hier... Weiß nicht, hätte ich eher aufpassen müssen mit dem Schalter. Das ist auch so ein Ding, das sagt einem das Spiel nicht. Ne? Wir hatten ja schon mal so ein, zwei Fälle, wo uns das Spiel eigentlich quasi nicht informiert, dass halt sekundärmäßig irgendwas Interessantes ist. Man muss man schon selber gucken und jetzt mit den Schaltern, das wäre ja nur in dieser Ansicht aufgefallen, welcher Schalter was macht. Und da die Schalter ein bisschen versteckt waren, habe ich auch erstens nur hier ihmchen gefunden und die beiden. Quasi den unten links habe ich ja gar nicht gesehen. Naja. So. Dodge. Die müssen noch ganz schön viel... Du schaffst es bis dahin. Das ist ja schon mal nett. Wir könnten den... Warte mal, der macht ja nochmal was? Der macht die Tür zu. Ah, und die Tür... Und die Tür. Das ist absolut wichtig. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt Punkte für ihn ausgebe... Dann muss ich mit meinem Skriptor laufen. Kann ich gar nicht laufen. Das heißt, der Skriptor muss hier kämpfen. Ich weiß nicht, ob das mein Skriptor gewinnen würde, die Schlacht. Das sind ganz viele Gegner. Ach, bin ich denn ein Horst? Ja, Mai. Ich bin noch Heinrich und kein Horst. Wir können doch hier dicht machen, Mensch. Ach, ich liebe den Skriptor. Habe ich das schon gesagt, Jungs? Er ist einfach der geilste. So. Dann müssen wir bald anfangen, hier auch den Weg freizuschießen, damit wir durchkommen. Und... tut mir leid. Dass wir die Wege zumachen, finde ich einfach wichtiger. Müssen wir überlegen, reichen da 2 Punkte? Die Konsole müsste ja links sein. Das heißt, einmal drehen. Ich habe mich vorhin ja auch schon mal gehört. Aber müsste einmal drehen und einmal betätigen sein. Wandeln wir das einfach mal um. Die Zweierkarte. Und Schalter. Ah, warte mal. Wir hätten die noch spielen können. Jeder erhält 2. Die heben wir uns für die nächste Runde auf. Unbedingt merken. Die spielen wir nächste Runde. Kommt er noch ein bisschen weiter weg und der kann dann hier hoffentlich den Gang, dass er hier den Gang zumacht. Er hat eine größere Chance, aber auch er wird wahrscheinlich hier nicht diese 5 3 müssen. Mal gucken. Wäre echt geil, wenn man noch Minen legen könnte oder sowas Schönes, ne? So, Blip für nix, Blip für nix.
Ah, die machen da uns schon den Müll kaputt, aber nicht so ganz, schaffen sie nicht. Wir müssen uns immer nur die vom Hals halten. Das Krypto hat ja noch ein paar Runden Zeit. Also wir können, glaube ich, noch zwei, drei Mal das machen. Komm, Banner, warte mal. Hab ich das übersehen? Ah ne, da ist auch ein Spawnpunkt, aber die Tür ist zu. Nur die untere ist komischerweise da, unten rechts ist offen. Aber mit dem Skriptor sollte das kein Problem sein. Wenn wir jetzt den Flamer noch hätten, hätten wir da immer den, auch schön den Gang blockieren können mit dem Flammenwerfer. Aber leider ist er ja zu früh von uns gegangen, weil ich leider nicht zählen kann. So, die Karte spielen wir jetzt. Feel my thirst. Schießen kannst, macht das keinen Spaß. Lauf erstmal. Da zieht er erstmal. Er zieht hier richtig. Der läuft mit seiner Sturmkanone, die nach nichts wiegt. Zack, 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 zack. So. Die vor uns stören einfach. Das heißt, ich mach mal die Tür auf. Helf denen. Activated. Ich bin ja nett und sozial. Zack. Und nochmal. Boah, Sergeant. Mann. Der gibt ja Gas auf einmal. Was ist los? Das hat er natürlich den Weg blockiert. Aber wir können ja mit dem Sergeant, weil er so ein netter, toller Typ ist. Umwandeln und nochmal ein paar Meterchen gehen. Was toll ist, der Weg ist zu. Da kommt nichts, da kommt auch nichts. Das heißt, sie müssen einmal außen rum. So, hier kommt auch nichts. Das könnte passen, das könnte passen. Lord Skriptor, lauf. Lord Skriptor, wie oft viele Wege? Nur noch zweimal. Wir haben ja eine Karte noch, da könnte er Punkte kriegen, aber... Wollen wir ihn dafür kämpfen lassen? Nee, ne? Aber wir haben jetzt Runde 7. Wir schaffen es nicht mit ihm. Kann ich mir nicht vorstellen, noch hier hinzukommen. Vor allem er ist der letzte Mann, der muss decken, ne? Ah, ich glaube, diese Mission habe ich grandios verkackt. Die Tür ist einfach zu hardcore. Aber laufen wir erstmal. Yes, Brother. Die könnten. Die kommen hier auch nicht mal raus. Kann der Skriptor. War ja außer Reichweite, das ist so. Force field activated. 0 Punkte. So, jetzt habe ich den Skriptor extra bewegt, damit wir jetzt hier die Karte ausspielen können und damit er weiter laufen kann. So. Jetzt haben wir hier Ziele auf den nächsten Terminator. Er trägt all seine. Vielleicht hilft die uns noch, aber auch er braucht. Bewegen wir mal. 1, 2, Tür öffnen. 3, gehen. 4. Also er braucht auch. Der Sergeant braucht schon eine Karte, um da reinzukommen. Das heißt, der Skriptor. 1, 2, 3. Ach, das wird doch nichts. Scheißendreck.
So, mein letzter. Ach, das Drehen kostet ja auch nochmal schon einen Punkt. Vielleicht reicht es ja auch, wenn einer nur das Feld hat. Das würde ja noch gerade gehen, ne? Los, schieß auf, das kostet ja gerade schießen sein. Nein, gerade schießen geht auch nicht. Dann mach die Tür auf. Jetzt haben wir keine Bewegungspunkte mehr. Hilft dir nichts. Nächste Karte. Zack. Lauf. Lauf. Jetzt müssen alle raus. Oh, er schafft's noch. Er schafft's noch, aber leider mein letzter Mann nicht, weil ich die Karte schon für den Sergeant geopfert habe. Oh, es fehlt uns echt eine Runde oder zwei, um wirklich alle rauszukriegen. Er wird hier leider... Oh, und ich habe vergessen, unten dicht zu machen. Und tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Wenn sie jetzt von unten kommen, aber... Da würde auch ein, zwei Runden noch reichen. So, gucken wir nochmal. Eins, zwei, mit Drehen wahrscheinlich. Mit Drehen müssen wir auch, sind drei. Warte mal, gehen kostet immer zwei. Das schaffen wir. Also wir hätten es theoretisch geschafft. Eine Karte mit vier Punkten. Das hätte nur noch eine gehabt. Ja. Das war dann wohl meine Niederlage. Haben die noch ihren Zug? Noch einen Schluck kalten Kaffee. Mmh. Lecker. Alter Kaffee. Macht die Niederlage gleich noch viel bitterer. Oh, wir dürfen noch? Hä? Er hat doch 9 Runden gesagt, oder bin ich Schugge? Oh ne, ich habe mich für ganze Zeit verguckt. Stehen noch 2 Züge. Oh. Cool, wir haben es doch geschafft. Haha. Ich dachte, hä, wir hätten nur bis Runde 9 Zeit. Gut, habe ich in dieser Mission 2 dumme Fehler gemacht. Erstens, ich habe dem Flammenwerfer die Reichweite zum Genestealer unterschätzt. Zweitens, ich habe den Missionstext nicht richtig gelesen. Aber wir haben gewonnen. Was will man mehr? Was will man mehr? So, die Tür ist verschlossen, das heißt, wir können nochmal hier Teile abstauben. Die kommen wir nicht ran, die Tür ist weg, die Tür ist zu. Und dann ist nächste Mission, die 10. Kein Weg hinaus. Es fehlt aber immer noch ein Hinweis. Haben wir irgendwie vielleicht einen Hinweis übersehen? Ist das vielleicht wirklich die letzte Mission? Ihr werdet es erfahren. In der nächsten Folge. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.